Montagmorgen kurz vor 11 Uhr, unterwegs auf einer der großen Baustellen in Frankfurt. Ingmar Kohl ist Abteilungsleiter bei der Mainova und spricht von einem bundesweit einmaligen Projekt, das er uns heute zeigt. Es geht um die Abwärme eines Rechenzentrums, die für ein neues Wohngebiet genutzt werden soll. Das Rechenzentrum ist hinter diesem Gebäude da drüben, geht dann unter der Straße durch, kommt hier an. Und dann gehen die Abwärme und die Fernwärme hier in eine Station, die im Keller dieses Gebäudes hinter uns angelegt ist und wird dann zusammengeführt. Aus der Luft wird das Vorhaben noch einmal deutlicher. Hinter dem Gebäude auf der anderen Straßenseite betreibt die Firma Telehaus ihr Rechenzentrum. Die Abwärme aus dem Gebäude ist rund 30 Grad warm und gelangt zunächst über eine schon ältere oberirdische Leitung Richtung Neubaugebiet. Später soll die Leitung unter der Straße durchlaufen. Auf dem Nachbargelände entstehen 1300 Wohnungen. Das Bauende ist für 2025 geplant. Die Abwärme aus dem Rechenzentrum wird mittels zweier Wärmepumpen auf 70 Grad erhitzt und dann ins lokale Netz eingespeist, zum Heizen der Gebäude. Pro Jahr soll das Rechenzentrum 2400 Megawattstunden Wärme liefern. Das entspricht 60% des Bedarfs im Neubaugebiet. Gut fürs Klima. Von den Kosten her ist das Projekt vor allem deshalb attraktiv, weil Rechenzentrum und neue Wohnungen in direkter Nachbarschaft liegen. Hier haben wir 500 Meter Wärmeleitungen, die wir bauen. Das ist sehr interessant für uns. Auch bis zu einem Kilometer kann es je nach Konstellation interessant sein. Darüber wird es sehr schwierig, einfach weil wir in Frankfurt einen hochverdichteten Boden haben, wo wir auch wirklich sehr teuer nur Leitungen verlegen können. In anderen Regionen lohnt es sich dagegen eher. Das Potenzial, Abwärme besonders aus der Industrie zu nutzen, ist groß. Das hat zum Beispiel ein EU-Projekt gezeigt, an dem in Deutschland das Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung beteiligt gewesen ist. Projektleiterin Pia Manz hat sich mit ihrem Team dabei auf die großen energieintensiven Unternehmen fokussiert. Das betrifft insbesondere die Stahlerzeugung, nicht als Metalle, also Aluminium, Kupfer und auch Zement- und Glasherstellung. Dort haben wir je nach Annahmen und Entwicklung ein Potenzial von 25 bis 100 Petajoule identifiziert. Das ist so eine Größenordnung von 500.000 bis zu 2 Millionen Haushalte, die damit, also deren Wärmebedarf dadurch gedeckt werden könnte. Bis zu 2 Millionen Haushalte, allein in Deutschland. Eine interaktive Karte zeigt, dass gerade in klassischen Industrieregionen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, viel Abwärme anfällt. Aber auch in Hessen. Im Industriepark Höchst zum Beispiel nutzen die Chemie- und Pharmaunternehmen die Abwärme schon größtenteils für sich selbst vor Ort. Es gibt natürlich auch abseits der industriellen Abwärme auch wir sagen jetzt eher unkonventionelle Abwärmequellen. Das betrifft dann Rechenzentren, die Kühlung von Supermärkten. Es gibt auch Projekte, die sich die Abwärme von Metrostationen angucken. Also da gibt es sehr vielfältige Möglichkeiten, in Zukunft auch Temperaturen auf niedrigem Niveau zu nutzen, um damit die Fernwärmeversorgung klimaneutral zu gestalten. Auch deshalb hat der Hessische Landtag Mitte November eine Novellierung des Energiegesetzes beschlossen. Alle Städte und Gemeinden in Hessen ab 20.000 Einwohner müssen bald eine sogenannte kommunale Wärmeplanung durchführen. Wir werden vor Ort dafür sorgen müssen, dass Wärmeerzeugung auf der einen Seite und Wärmebedarf auf der anderen Seite zusammengebracht wird. Erst einmal ist wichtig zu wissen, wo es überhaupt Abwärmequellen gibt. Laut Gesetz müssen die Kommunen unter anderem eine Potenzialanalyse im Wärmebereich erstellen. Sie bekommen die Möglichkeit dafür, Daten bei Energieunternehmen, Industrie- und Gewerbebetrieben sowie bei der öffentlichen Hand zu erheben. Das Land verspricht einen finanziellen Ausgleich für die Gemeinden. Die Pflicht zur Wärmeplanung greift Ende November 2023. Johannes Heger vom Hessischen Städte- und Gemeindebund begrüßt die neue Regelung, auch wenn sich manche Rathäuser erst umgewöhnen müssten. Aus der eigenen Heimatkommune kann ich das nachvollziehen. Wir haben eine Biokompostierungsanlage und sowas. Da tauchten auch schon mal die Fragen auf, ob man denn da nicht die Abwärme nutzen kann.
Aber auch das ist natürlich eine Planung, das dauert, nimmt Zeit in Anspruch. Also von daher, so einfach ist das nicht. Aber klar, es sind Potenziale definitiv dort. Aber das ist halt auch eine Abkehr von den Dingen, die wir über Jahre und Jahrzehnte halt im Endeffekt gehabt haben. Bislang nämlich nutzen die Kommunen Abwärme vor allem aus den eigenen Müllheizkraftwerken. Kooperationen mit Privatunternehmen sind noch die große Ausnahme. Die weitere Frage ist natürlich, ist überhaupt derjenige, den ich da anspreche, überhaupt gewillt, macht es wirtschaftlich, das gehört ja auch noch in die Betrachtungsweise dazu, macht es wirtschaftlich dann vielleicht auch Sinn, diese Potenziale an der Stelle zu heben. Also das wird noch eine ganz spannende Frage sein, die es dann als zweites, dritten Schritt dann halt auch zu beantworten gilt. Den ersten Schritt hat Frankfurt schon Ende 2018 gemacht. Eine Abwärmekarte online abrufbar. Darauf zu sehen vor allem die Rechenzentren. Hätte man die nicht schon viel früher als Wärmequelle nutzen können? Ich glaube, was gefehlt hat, war der Druck, auch jetzt wirklich mit Volldampf in die Richtung klimaneutrale Wärmeversorgung zu gehen auf der einen Seite. Und was die anderen Rechenzentren wirklich noch mal kleiner waren früher. Das heißt, jetzt kriegt man eben diese großen Cluster, diese großen Rechenzentren mit dieser enormen Leistung. Und das macht jetzt tatsächlich Sinn. Hier im Frankfurter Gallusviertel sollen die ersten Gebäudeabschnitte schon im nächsten Jahr klimafreundlich beheizt werden. Über die Abwärme aus der Nachbarschaft freuen sich dann vermutlich auch die Bauarbeiter.